den Pipi. Spielt absolut keine Rolle. Kein Geld, keine Unterkunft. Und minus 5 Grad. Wisst ihr, das Geile ist, ich habe mein Leben lang an die Gerechtigkeit geglaubt. Ich habe mein Leben lang gedacht, irgendwann wird es sich lohnen. Irgendwann werde ich belohnt für diesen ganzen Scheiß, den ich mein Leben lang durchmache. Aber mein Leben lang habe ich mir, glaube ich, nur selber was vorgemacht. Letzten Endes spielt es wohl keine Rolle. Ich denke, letzten Endes spielt es keine Rolle, wer man ist, was man tut, wo man hinkommt, wo man hin will. Da fährt die Polizei. Ich bin nicht mal ansatzweise in der Nähe von Hamburg. Nicht aufgeben, Drache, immer weitermachen, egal. Wie auswegslos die Situation ist. Ich gebe nicht auf. Ich bin ja auch nicht dafür bekannt, dass ich aufgebe. Aber genau das ist ja das Problem, oder? Genau das ist das Problem. Weil ich nicht aufgebe. Ich bin aus dem Hotel geflogen. Und zwar vor etwa einer halben Stunde. Vor ein bisschen mehr als einer halben Stunde. Kein Geld, keine Unterkunft. Kein Auto. Oh, und ich merke gerade, ich habe meinen Krapfen zurückgelassen. Fuck. Das heißt, nochmal auch kein Essen. Weil ich überschwitzt aufgebrochen bin, habe ich den scheiß Krapfen zurückgelassen. Fuck. Auf den habe ich mich seit heute Mittag schon gefreut. Den wollte ich morgen früh essen. Die Welt kann mich langsam mal, Alter. Ohne Scheiß, ich habe die Schnauze voll. Was soll das denn? Habe ich in meinem Leben nicht schon genug gelitten? Ja, es gibt Leute, die haben mehr gelitten als ich. Definitiv. Das macht es in meinem Fall ja auch nicht besser. Vor allem, ich habe alles verloren. Aber wirklich alles. Jeden noch so kleinen Scheißdreck. Mit der Illusion, morgen wird's besser, habe ich mich auch immer versucht zu trösten, über Jahre hinweg. Hat nie geholfen.
Das Schöne ist, ich bin jetzt auch noch durchgeschwitzt, denn es ist kalt. Ja, vielleicht hole ich mir den Tod, dann habe ich meine Ruhe. Dann kann mich alles andere mal sonst vorhaben. Ich verstehe vor allem nicht, wie die mich gefunden haben. Das ergibt keinen Sinn. Mich hat niemand gesehen, als ich reingekommen bin. Und was mich am meisten abgefuckt hat, ist die Aussage: Ja, hätten sie mir gesagt, dass sie der Drachenlord sind, hätte ich sie nie reingelassen. What the fuck? Ich war in dem Hotel 4 oder 5 Mal. Nie gab es ein Problem. Nie. Nicht ein einziges Mal. Und jetzt auf einen Schlag hat mich halt auch wieder keiner gesehen, als ich reingekommen bin. Ich bin da hingekommen, ich habe mein Zeug gezahlt, bin abgehauen. Das war immer der Fall. Und das hat immer gepasst und hat immer hingehauen. Und dieses Mal, ich bin reingegangen, ich habe vorher angerufen, ob das in Ordnung ist. Die haben gesagt, ja, ich bin reingekommen. Habe mein Zeug gezahlt und das war's. Das war's. Feierabend, Ende der Geschichte. Aber nein. Vor allem, ja, nö, sie, ich habe ihnen ja gesagt, sie dürfen nicht wiederkommen. Was zur Hölle? Habe ich nicht gehört, habe ich nicht gewusst, habe ich nicht gesagt bekommen. Mit dem Husten wird es noch schlimmer. Der Husten ist gerade meine geringste Sorge.